Bild Nummer 1 von Jean-Philippe Schwab aus Bellheim. Was sagt diese Schwester? Drei Maria Kronen, bitte. Oder ist es vielleicht ein Bild aus dem Jahre 2010 und zeigt Tic-Tac-Toe bei der Präsentation ihrer fünften CD? Bild Nummer 2, Hanna Meyer aus Darmstadt. Was ist das? Ein Beichtstuhl für katholische Postangehörige? Zwei hohe Postbeamte beim Versteckspielen? 98, 99, 100, ich komme! Oder ist es eine Dienstwohnung für Beamte des mittleren Dienstes? Oder ist es eine Briefkastenfirma? Oder ist es eine einfache Leerung? Denn entscheidend ist, was unten dabei rauskommt. Vielen Dank. Bild Nummer 3, Sandra Leske aus Mülheim. Ist das ein Werbefoto für Alles in Obi? Oder was sagt diese Zahnarzthelferin? Sie werden nicht noch mal Knoblauch essen vor dem Zahnarzttermin? Oder sagt sie, Platz da für die Dritten? Und die Mandeln hauen wir auch noch gleich mit weg? Oder sagt er, Vorsicht, ich bin Bluter. Und sie, das sehe ich selber. Oder sagt sie, mein Name ist Ilona Christen und ich gehe den Dingen gern auf den Grund. Das hatten wir ja auch schon öfter. Bild Nummer 4. Was sagt dieser Koch? Nur ein totes Weißbrot ist ein gutes Weißbrot. Oder, und jetzt zeige ich Ihnen, wie die Rosinen in den Stuten kommen. Oder ist das der Lehrherr, der zum Azubi sagt, was willst du, Vorschuss kannst du haben. Nummer 5, Ursula Beetz aus Münster. Hier sehen wir die Telefonseelsorge für Atheisten. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Nummer 6, hier geht's zum Sport. Hier sehen wir Michael Schumacher beim ersten Zeittraining. Rechts in der Packtasche sein Bruder Ralf, er schläft noch. Familie Keilwagen aus Rückersdorf. Die letzten Abenteuer Europas wohnen in der Einflugschneise. Oder ist das eine Computermesse in Ostfriesland? Vorgestellt wird Windows 97. Leider ist gerade der Speicher abgestürzt. Nummer 8, Gerald Milinovic aus Hamburg. Guten Tag, Verkehrskontrolle. Wie viel Finger halte ich hoch? Oder ich trinke Jägermeister, weil mein Dreirad gerade wieder durch den TÜV gekommen ist. Nummer 9, nochmal ins Kochgewerbe. Für die einen ein lauwarmes Sitzbad, für die anderen die dünnste Ochsenschwanzsuppe der Welt. Schlett aus Eisenfeld sandte uns diese Arbeit. Zeigt dieses Bild einen Mann, der sich gerade das Rauchen abgewöhnt hat und einen dramatischen Rückfall erleidet? Oder könnte da stehen, guten Tag, ich bin Student, möchten Sie vielleicht eine Fernsehzeitschrift abonnieren? Oder heißt es einfach, der Tag geht, Johnny Walker kommt.